Also ich bin selber ja als Solokünstler nach der Arbeit mit meiner Geschwister, also mit meiner ehemaligen Familie, Kelly Family, bin ich schon seit ja, 8, fast 10 Jahren unterwegs. Und in den letzten 3 Jahren hat sich das mehr und mehr so entwickelt, dass die Kinder und meine Frau mehr und mehr mitmachen und mit jeder Tour, mit jeder Platte eine größere Rolle spielen. Ich bin ja selber in eine musikalische Familie aufgewachsen und für mich war das, ja, ich habe Musik geatmet quasi. Und deswegen hat sich das ganz natürlich angefühlt, Musik zu machen als Kind. Meine Kinder erleben das ähnlich. Meine Frau und ich, wir sind beide musikalisch und deswegen bei uns zu Hause Instrumente, Musik machen, sich ausdrücken durch Kunst, das ist irgendwie ein essentieller Teil des Lebens. Und dadurch wachsen die damit auf, dass es normal ist. Und ich gebe denen die Möglichkeit, auch mitzumachen. Es ist Gott sei Dank so, dass der Erfolg ist nicht da, wie es vor 10, 20 Jahren war. Das heißt, es ist wieder eine Situation da, wo es auch gesund ist, denen diese Plattform zu geben. Wir spielen hier heute im kleineren Rahmen und das ist auch nie wirklich viel größer. Das bleibt wirklich nicht, es geht nicht in den Hallen rein. Und das ist wichtig, dass die Kinder sich entwickeln können, auch machen können, ohne dass es direkt ein Druck da ist oder auch große Erwartungen. Als ich 12 war, ging erst der Erfolg so richtig los. Und bis ich 12 war, habe ich schon so viele Konzerte auf dem Buckel gehabt. Ich glaube, ich habe mit 12 schon mehr Konzerte gegeben, als die Rolling Stones bis heute gegeben haben. Weil wir haben auf der Straße haben wir 3, 4 Konzerte pro Tag von 1, 1,5 Stunden gespielt. Und das war normal. Das war für uns wie irgendwie, ja, es war tägliches Brot quasi. Und das haben wir jahrelang gemacht und 4, 5 Tage der Woche. Von daher, als ich 12 war, war ich schon Vollprofi. Der Druck generell war für uns alle nicht leicht, damit umzugehen, weil du hast diese Erwartungen plötzlich, also du denkst, du musst alles toppen, jeden Erfolg, den du dann schon verbracht hast, denkst du, musst du eine Schippe drauflegen. Und das ändert natürlich vieles. Aber es war nicht so, dass ich ein Kind war. Ne? Aber wenn ich noch in der Situation wäre, wo ich in Hallen von 3 oder 5 oder 10.000 Leute spiele, ich könnte nicht meine Kinder mit auf die Bühne bringen. Das wäre nicht ein geschützter Rahmen. So ist es jetzt eine Situation, wo die Leute, die fotografieren und filmen nicht, die hören zu, klatschen dazwischen, machen mit, aber es ist keine Hysterie. Ich bin froh, dass ich im jungen Alter vieles gesehen und vieles erlebt habe, aber ich weiß nicht, ob jeder Mensch und jedes Kind so stark ist, das zu verarbeiten. Bei mir ist es am Ende ganz gut gelaufen, aber wir sind 12 Geschwister insgesamt und nicht jeder hat es, glaube ich, gut verkraftet. Ich glaube, es gibt manche, die immer noch das nachgehen und immer noch versuchen wollen, wieder den Erfolg zu haben. Das ist wie so ein Entzug. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schwierig mit anzuschauen. Aber ich kann es verstehen, das ist irgendwo auch menschlich. Aber es ist nicht gesund für einen. Aber bei Ihnen ist es nicht der Fall. Sie Nein. sehen sich da nicht nach zurück. Nein, schon lange nicht. Ich habe die ersten 2, 3 Jahre, als es so weniger wurde, selbst als wir nicht mehr Stadien gefüllt haben, sondern plötzlich nur Hallen von 20.000 Leute, 15.000 Leute, war das schon ein Negativ. Ne? Und
Das muss man sich vorstellen. Also das ist ja eine bizarre Situation, sich zu beschweren, dass man nur 20.000 Leute, das würden andere Künstler, würden drum sterben fast. Ne? Aber dann kommt irgendwann die Situation, wo du entweder das immer versuchst, zurückzugehen dazu und irgendwann auch bereit bist, alles mitzumachen, jeden prominenten Quatsch, den es gibt und. Oder du sagst, warte mal, was brauche ich im Leben, um mich glücklich zu machen? Und wenn du das dann anfängst, darüber zu reflektieren, dann fängst du an, dein Leben wirklich erst in Ordnung zu bringen. Und du merkst, dass die Kunst und der Erfolg und solche Sachen sind nicht dein Leben. Die sind höchstens ein Teil deines Lebens. Aber die definieren nicht, wer du bist. Und das ist bei mir vor 10, 15 Jahren, hat sich das so entwickelt, Anfang der 2000er. Und nach 2, 3, 4 Jahren war ich, glaube ich, so weit, dass ich so ein bisschen mehr auf dem Boden war. Aber bis heute habe ich manchmal Stahlhören. Ich habe ein paar Jahre lang jetzt auf der Straße gespielt, als wir nur gereist sind. Wir haben keine Konzerte gehabt. Da waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs. Und 2 Jahre lang nur habe ich als Straßenmusiker uns ernährt. Hauptsächlich im Ausland, wo mich keiner erkennt. Und das war phänomenal. Das hat mich wirklich ganz, wirklich auf den Boden gebracht. So she took her love, for to gaze wild on the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Man kann sich ja nicht vorstellen, dass wenn man so viel Erfolg hat und so viele Millionen verdient werden, dann müsste doch irgendwas noch da sein. Aber genauso viel, genauso wie das Geld reinkommt, geht es auch raus. Und das ist ja so, wenn du so erfolgreich bist, und das passiert überall, du denkst, das geht immer weiter. Und wo viel Geld reinkommt, muss auch viel ausgegeben werden. Das ist ja, du musst ja deine Firma expandieren, du brauchst mehr Crew, du brauchst größere Veranstaltungsorten und. Deine Produktion, Platten werden immer teurer, deine Videos kosten dann 1 Million pro Stück und. Und das ist ja okay, wenn dementsprechend das Geld wieder reinkommt oder mehr oder was auch immer. Aber wenn dann der Erfolg weniger wird, aber dein Standard oben bleibt, dann ist es eine Maschine, die alles aufisst. Alle Reserven, alles, was es so gibt. Und dadurch, dass du auch so viel unterwegs bist, hast du keine Zeit, um Finanzen wirklich zu checken. Du hast keine Zeit, um Investitionen zu machen, Häuser zu kaufen, irgendwas zu machen, was vielleicht für später gut wäre. Sondern du bist in der Situation völlig überfordert, völlig ausgepowert auch und hast den ganzen Tag zu tun. Und denkst gleichzeitig, ach, das geht sowieso immer weiter so. Und es geht ja nur nach oben. Ne? Und der Mensch meistens ist ja so. Und es gibt wirklich die seltensten Fälle, wo jemand erfolgreich wird ein paar Jahre und tatsächlich danach etwas davon hat. Der größte Kapital, den ich davon gezogen habe, ist die Erfahrung, das alles erlebt zu haben, davon zu lernen, das ist unbezahlbar und nicht jeder sieht eine Wichtigkeit daran und andere Leute wäre es wichtiger, vielleicht ein Haus zu haben oder auch ein paar Häuser, aber für mich, nein, ich kann mich nicht beschweren, ich bin dankbar. Wir sind 12 Geschwister insgesamt, mit manchen habe ich guten Kontakt, mit manchen habe ich auch wirklich eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft, Joey zum Beispiel, Jimmy, aber es gibt dann wiederum auch Fälle, wo du gar keinen Kontakt hast. Also mit 1, 2 der Geschwister habe ich momentan gar keinen Kontakt. Und das kann sich in ein paar Jahren wieder ändern. Aber das ist halt, wie es ist. Man pflegt und man macht. Aber wir sind auch alle Menschen, die andere Wege gegangen sind im Leben. Wir sind alle erwachsen, haben Familien.
und sind mittlerweile auch sehr unterschiedlich. Das ist irgendwie auch gut, aber es ist sicherlich auch ein bisschen traurig. Also ich sehe mein Leben wirklich in eine gewisse Art und Weise und weiß, was ich nicht machen will. Und dann gibt es Geschwister, die machen gewisse Sachen, die würde ich niemals machen. Praktikant bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gucke kein Fernsehen, deswegen kriege ich das meiste da nicht mit. Oder Dance Show. Let's Dance. Ja, nee, also das Let's Dance zum Beispiel fand ich, wie Maite es gemacht hat, fand ich super. Weil sie hat ganz toll getanzt. Und in dem Moment habe ich mitgefiebert. Aber ich finde die Show schrecklich. Und ich würde mit dieser Show nicht mich assoziieren wollen. Und letztendlich ist es wirklich ein Schrottprogramm. Und das ist immer ein schwieriges Prozess, zu unterscheiden und zu gucken und zu schauen. Aber ich will auch nicht über meine Geschwister bestimmen, was sie machen und was sie nicht machen sollten. Zumal ich bin der Jüngste. So eine Reunion von der Kelly-Familie ist also ausgeschlossen? Das ist sowas. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass es stattfinden wird. Also es gibt, glaube ich, eher die Möglichkeit, dass immer jede paar Jahre 3, 4, 5 zusammenkommen und irgend so ein Projekt machen und das ist so, naja, so fast Reunion oder irgendwie sowas in der Art. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber dass alle wirklich zusammen auf die Bühne sind, ich sehe es nicht, weil es ist so unwahrscheinlich, dass alle gleichzeitig die gleiche Vision haben und auch das Verlangen haben, mit auf die Bühne zu sein. Für mich ist ganz klar, wenn von Jahr war ein Angebot da von einem großen Veranstalter in Deutschland, der hat sehr, sehr viel Geld angeboten für 10 Konzerte, alle zusammen. Und ich hab sofort Nein gesagt. Ich wusste nicht, was die anderen sagen. Es hat mich auch nicht wirklich interessiert. Aber es war für mich ganz klar, das darf niemals der Startpunkt für ein Reunion sein oder ein Konzert oder ein Projekt zusammen. Es muss was Tieferes da sein. Und wenn man dann finanziell davon was verdienen kann oder davon leben kann, okay. Aber das darf nicht der erste Punkt sein. Und wenn der erste Punkt nicht wirklich was Wahrhaftiges, was wirklich Lohnenswertes ist, dann lieber lassen. Dann lieber zurückschauen und sehen, dass wir haben viele, viele tolle Sachen gemacht, auch manche nicht so gute Sachen, aber in 30 Jahren Familien, Musik, Band, Geschichte, wovon ich 25 Jahre dabei war, kann man stolz sein und lieber das so lassen, anstatt irgendwie versuchen, da noch was irgendwie rauszupressen. Ich wollte als 14-Jähriger wollte ich Jazzmusiker werden und das war für mich ein großer Traum und mein Schlagzeuglehrer, der Billy Cobham, der war für mich mein Vorbild schlechthin und mit 17, 18 habe ich dann gemerkt, ach so, warte mal, in New York, das ist ja nicht mehr so. Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, die leben alle nicht mehr. Ich habe dann verstanden, dass das, was ich wollte, in den 40er, 50er Jahren stattgefunden ist oder 60er vielleicht. Und, aber der Ansatz, die Musik und Kunst zu machen aus dem tiefsten Inneren und auch das immer die Priorität erst in Moral und gewisse Sachen zu haben und dann zu gucken, unter diese Kriterien, wie kann ich dann davon mich ernähren? Wie kann ich meine Familie ernähren? Aber es geht. Es geht auch ohne Publikum. Auf der Straße geht's auch. Es ist das Beste, was dir passieren kann. Ich glaube, es gibt so manch Künstler, wenn die das mal machen würden, und nicht einmal, sondern auch mal ein paar Monate lang, es würde die so viel geben, weil du wärst ganz schnell wieder bescheiden. Das ist wichtiger als alles andere. Ich bin dann rein in die Stadt und habe eine Fußgängerzone mich dann hingestellt, die Gitarre, früh morgens. Und ich habe dann angefangen zu spielen. Und ich habe gespielt. Ich habe den ganzen Tag gespielt und es ist nicht eine Person stehen geblieben. Keiner. Mhm. Mein letztes Konzert war in Köln, 800 Leute ausverkauft, Standing Ovation. Angelo! Und ich so, ja, ich weiß. Und hier war ich auf der Straße, ganz alleine, wie mit einem Hammer auf dem Kopf, so BAM! Da gehörst du hin. Jetzt können wir anfangen. Und ich so, okay, ich weiß nicht. Naja, und
Aber dann habe ich irgendwie gezählt, was habe ich überhaupt an dem Tag verdient. Und es waren ungefähr 30 Euro. Und ich war so, oh mein Gott. Ich gebe Backkuchen. Wald und da wird viel gearbeitet und wenn wir heizen wollen, dann werden Bäume gefällt, mache ich das selber mit meinem ältesten Sohn auch und wir arbeiten im Haus zusammen und es gibt Nachbarn, die einem helfen und das ist also ja, bescheiden auf jeden Fall und ich bin vielleicht auf der Bühne, mache ich ein Konzert und bin Künstler, aber drumherum bin ich auch den ganzen Tag am Arbeiten. Also ich habe nicht eine Firma, die alles für mich macht, sondern es gibt so eine Handvoll Leute, mit denen ich arbeite. Aber jeder hat so die Arbeitsaufwand von 3, 4, 5 anderen Leute und ich genauso. Und wenn ich jetzt nach dem Konzert fertig bin, gehe ich raus und gebe Autogramme vielleicht 1, 2, 3 Stunden, je nachdem. Steigt dann in den Bus ein, während die Kinder am Schlafen sind und fahre dann manchmal auch 3, 4, 5 Stunden und am nächsten Tag geht's wieder los und von daher, ich glaube, das kann man bescheiden nennen, ja. Look what we've lost, this century alone. Friendship and trust are hard to come by. Faith in the past was the heart of society. Wir haben keinen Fernseher, aber wir haben schon Internet. Also ich habe einen Laptop, weil ich ja auch ein bisschen arbeiten muss. Und wir gucken auch schon mal einen Film zusammen als Familie. Aber wenn dann gezielt, dass wir als Eltern auch mitentscheiden und wissen, was die Kinder, ja, was denen beeinflusst. Weil einfach die Fernseher heute anmachen, ist schon gefährlich. Die Kinder sollten auch ein bisschen geschützt werden von den Eltern und manche Sender, eure natürlich nicht, manche Sender, da läuft natürlich einfach so viel Schrott auch morgens schon. Das geht gar nicht. Ne? Vor vier Jahren haben wir entschieden, auf Reise zu gehen. Und wir waren 3 Jahre lang, wohnten wir nicht fest irgendwo, sondern wir wohnten in unserem Wohnmobil, ein großer Bus, den wir haben, und haben quer durch Europa gereist. In der Zeit, wie gesagt, habe ich auf der Straße immer wieder mal gespielt. Und auf Reise ist ja die Schule nicht nicht praktisch und auch nicht möglich wirklich. Und deswegen haben wir für uns für Homeschooling entschieden. Homeschooling ist in fast jedes Land erlaubt, außer in Deutschland. Mhm. Deutschland ist Schulpflicht. Und ich finde das schon sehr traurig, dass Deutschland so ja, engstirnig ist und da keine Möglichkeiten gibt. In Irland ist es gar kein Problem. Also in Irland, da kannst du Homeschooling machen, wie du willst. Und du musst halt einen gewissen Standard erfüllen. Wenn du diesen Standard nicht
einhältst, wenn die zum Beispiel in Altersgruppen von 8, 10, 12, 14 gewisse Grundstandards nicht erfüllen, dann können, ja, dann kann der Staat sagen, ey, entweder das wird sich verbessern im nächsten halbes Jahr oder das Kind kommt in der Schule. Und das ist fair. Und das Ding ist, diese große Angst, dass man in Deutschland manchmal hat, wenn man das erlauben würde, dann würden das so viele in Anspruch nehmen. Das ist Quatsch. Also in allen Ländern ist der Durchschnitt höchst Prozent, was die Bevölkerung das in Anspruch nimmt, ist 3%. Wie das jetzt weitergeht, weiß ich selber nicht. Also das kann ich jetzt nicht für die nächsten 5 Jahre so planen. Sie sind da schon ein bisschen liberaler als Ihr Vater. Total, ja. Total. Also ich meine, mein Vater war auch nicht so streng, wie manch Leute das so dargestellt haben. Aber mein Vater war mehr alte Schule, würde ich mal sagen. Und er war eine Autoritätsperson. Und ich versuche, eine Autoritätsperson zu sein, aber ich lasse dann doch die Kinder zu sehr auf meinen Kopf rumtanzen. Was wir jetzt versuchen, ist stückchenweise mehr autark zu werden. Wir haben unser eigenes großes Landstück und Wald und haben auch dadurch auch eine Heizquelle, wenn wir dann auch pflanzen und wir können auch viel anpflanzen. Wir haben unsere eigene Wasserquelle, aber in den nächsten Jahren hoffe ich, dass wir unseren eigenen Strom auch produzieren können. Und dann kann man dann in den Jahren danach überlegen, wiefern man mit Gewächshäusern, Tiere auch da noch mehr autark sein kann. Nicht, dass, weil man sich abschirmen möchte, sondern einfach, dass man selber vieles machen kann und nicht so abhängig ist von vielleicht von der Wirtschaftslage oder von meinem Beruf zum Beispiel. Es ist auch schön zu wissen, dass ich vielleicht mit 70 nicht auf Tour gehen muss. Vielleicht will ich es, aber ich würde gerne auch mehr und mehr Wege haben, mich abzusichern. Und das nicht nur finanziell, sondern auch von den ursprünglichen Sachen, die man braucht, wie Nahrung, Strom, ja, Heizung, wie auch immer. Und die Möglichkeiten gibt es heute mehr denn je. Die Techniken sind heute unglaublich. Die Information ist da. Man braucht nur kurz ins Internet und man gibt irgendwas ein und man kriegt so viel Information. Man kann sehr schnell lernen und das ist toll. Wenn ich mit 70 immer noch auf Tour gehen muss, um mich zu ernähren, dann wäre das ein bisschen traurig. Aber auf der anderen Seite, ich gehe auf Tour, um mich zu ernähren, aber ich gehe auf Tour, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet, weil es mir als Künstler, als Mensch weiterbringt. Und solange das die Priorität ist, solange das überwiegend da ist, ist es in Ordnung. Aber ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass ich in 20, 30, 50 Jahren jedes Jahr wieder neue Inspirationen haben werde. Es kann gut sein, dass ich irgendwann mal ein paar Jahre keine Inspiration habe oder einfach keine Kraft habe. Das ist gut möglich. Und Sie haben ja schon mit 12 Hits geschrieben, ne? Die waren Nummer 1. Das ist klar, Wahnsinn, ne? Klar. Aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, dass man nicht sich in so eine Situation reindrängt. Ne? Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich bin 32 jetzt, aber ich versuche jetzt ein bisschen mehr verantwortungsvoll zu denken für meine Familie, für mich. Als selbstständiger Musiker hat man sowieso keine Rente, von daher muss man so ein bisschen, ja, auch vorausschauend denken, gucken.